Bilder aus Prousts Paradiesen. Abendgesellschaft im Salon der Madame Verdurin. Die blasierte Welt der fast schon ganz feinen Gesellschaft. Haben diese Gestalten jemals wirklicher gelebt als in der Erinnerung, die der Erzähler von ihnen bewahrt hat? Die Herzogin von Guermantes, eine der adligsten Erscheinungen von Paris. In ihrer Nähe erscheinen zu dürfen, gehört zu den geheimen Sehnsüchten der Besucher des Salons Verdurin. Ist sie ihres Bildes würdig?
Ein musikalisches Thema aus einer Sonate wird für die Halbweltdame Odette und den feingeistigen Großbürger Swann zur Nationalhymne ihrer Liebe. Ein Gefühl findet seinen Ausdruck in der Kunst. Die Kunst wird das Gefühl überdauern. Thank you.
Weißdorn. Für Proust gibt es Wörter, die wie Feen sind. Sie zaubern eine Welt herbei. Weißdorn, das ist sonntägliche Kinderzeit, ist Abschied vom Paradies der Unschuld, ist ein kleines, rotblondes Mädchen, das zwischen blühenden Hecken erscheint. Erste verklärte Kinderliebe. Leier spielen. Dieser Ausdruck hatte für Odette und Swann eine nur ihnen bekannte Bedeutung. Unter dem Vorwand, die in Unordnung geratenen Katleia-Orchideen an Odettes Dekolleté wiederzuordnen, berührten Swanns Finger ihren Körper. An diesem Abend besaß er sie zum ersten Mal.
Die Bernard. In der Gestalt dieses Theaterstars setzte Proust der großen Sarah Bernard ein unvergleichliches Denkmal. Ein Meisterwerk der Schauspielkunst, nennt er sie und schreibt, die Arme der Bernard schienen wie Laubwerk, das sich in rinnendem Wasser bewegt. Glücksverheißende Bilder der blütengleichen jungen Mädchen am Strand. Wie besonnte Bildwerke an den Gestaden Griechenlands sieht der Erzähler sie vor dem Hintergrund des Meeres auftauchen. Er glaubt sich in einem Paradies von Unschuld und Reinheit.
Albertine und André, ist die Unschuld der blütengleichen jungen Mädchen nur trügerischer Schein? Das Gefängnis der Zweifel. Der Erzähler sieht, wie André schmeichelnd ihren Kopf auf Albertines Schulter legt und sie mit halbgeschlossenen Augen in die Beugung des Halses küsst. Eine unschuldige Geste oder verräterischer Ausdruck zweifelhafter Beziehungen? Thank you.
Der Erzähler hat Albertine zu seiner Geliebten gemacht, aber Zweifel und Eifersucht quälen ihn. Nur wenn Albertine die Augen schloss und er sie im Schlaf betrachtete, erlebte er jenes Gefühl, sie ganz und gar zu besitzen, das er niemals hatte, wenn sie wach war. Thank you.
Bilder aus Prousts Hölle. Monsieur de Charlus, der bejahrte Spross vornehmsten Uradels, wird von einer heftigen Leidenschaft für den jungen Geiger Morel erfasst, dessen Antlitz so offen dalag, wie sein Herz verschlossen war. Charlus wird von den mühsam verborgenen Horden seiner inneren Dämonen überwältigt. Thank you.
Monsieur de Charlus entdeckt, dass sein Liebling Morel in einem Freudenhaus seinen Körper verkauft. Doch er kommt von seiner Leidenschaft nicht los. Thank you.
Die Höllen des Monsieur de Charlus. Während die deutschen Kanonen des Ersten Weltkriegs Paris beschießen, lässt er sich in einem verrufenen Hotel von jungen Soldaten auspeitschen.
Der Krieg hat Paris in trübe Dunkelheit getaucht. Schattenhafte Unbekannte in den Schächten der Untergrundbahn geben sich unter dem vulkanischen Grollen der Bomben ihren geheimen Riten hin. Die Dunkelheit löscht die Hemmungen aus.
Morel, Engel der Finsternis, kämpft mit Saint-Loup, dem Engel des Lichts, und verführt ihn. Der Marquis de Saint-Loup, Kriegsheld und Frauenidol, erliegt den teuflischen Listen Morels. Oder ist der Engel der Finsternis nur die Nachtseite des Lichtengels, sein alter Ego, Bild und Spiegelbild? Thank you.
Der Lichtengel büßt seinen Fall mit dem Tod an der Front. Wie hinter einer Grabtür erscheint Pust die Welt. Die Idee des Todes macht sich in ihm so häuslich wie eine Liebe. In einer visionären Begegnung erscheint ihm die Herzogin von Garmont als die Zeremonienmeisterin seines eigenen Todes. Das Fest der wiedergefundenen Zeit wird für Proust zum Ball des Abschieds. Für immer.
Thank you.